Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, Silas und Shivonji sind katatonisch. Denen geht's nicht so gut. Allerdings wurde gesagt, ja, waren das nicht die Eltern, deswegen, nein. Froschkönig ist die Mutter und Silas ist der Vater. Aber Shivonji ist nicht die Mutter, die hatte eine Abtreibung. Und dementsprechend ist ihr Kind nie auf die Welt gekommen. So. Ja, Farbtex gestorben hier, ne? Sohn Farbtex, ja. Das Einzige, was sie jetzt machen könnte, wäre eine Beratung. Allerdings kann sie sich nicht selber beraten, also. Bisschen doof. Ja, gut. Ansonsten habe ich mit den Ideologien jetzt so ein bisschen die Schnauze voll. Beim nächsten Mal wird das ganz anders laufen. Also wir werden definitiv das Ganze ein bisschen anders gestalten beim nächsten Mal. Das kann ich euch aber jetzt schon sagen, dass das ein bisschen anders laufen wird. Weil, ja, wie soll ich sagen, okay, das Problem ist einfach, dass wir so viele Nachteile haben, zum Beispiel Menschenfleisch. Die beschweren sich mittlerweile, wenn sie eine Nahrung hatten, die nicht aus Menschenfleisch besteht. Aß nicht kannibalische Nahrung. Das war vorher, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht so. Die haben also auch bei Ideology ein bisschen an den Stellschrauben gedreht. Das heißt, Kannibalismus ist gar nicht mehr so gut. Vorher war Kannibalismus wirklich krass, weil du brauchtest alle paar Tage mal ein bisschen Fleisch vielleicht und dann ging es denen gut. Aber jetzt kriegst du ja so große Nachteile durch, wenn du nicht nur, also wenn du irgendeine andere Nahrungsquelle hast, außer Menschenfleisch, dann finden die das scheiße. Und das ist gar nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Und dementsprechend müssen wir da mal gucken. Also die Ideologie gefällt mir überhaupt nicht, die wir haben. Es hat sich halt auch viel verändert. Und ich denke, Transhumanist ist immer noch ziemlich krass, ne? Da wird sich auch nicht viel getan haben, aber ansonsten, ja, hat sich da einiges getan. Deswegen bin ich mal gespannt, wie lange wir durchhalten, wenn wir überhaupt durchhalten. Aktuell ist es wirklich ein ganz schöner Struggle hier. Ich möchte mir vor allem den Mod noch angucken mit den simplen Prothesen. Aber wir werden das bis zum Ende hier durchhalten. Ich denke aber, dass wir bald von der Kurve zerquetscht werden, weil wir haben halt so verdammt viel, ja. Aber hey, wenigstens kriegt er kochen. Zumindest etwas. Auch wenn er sehr langsam ist, ne? Aber er kriegt Punkte und vor allem lernt er ja auch relativ schnell. Wegen zu klug, der levelt furchtbar gut dadurch. Ja, den Leuten geht es soweit. Okay, ich glaube, man kann die nicht. Kann man die beraten? Wenn die hier am Arsch? Nee, sind sie nicht. Okay, es geht nicht. Schade. Du vielleicht. Kannst du beraten werden? Ich glaube, du musst beraten werden. Er ist verärgert. Verdammt. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Also, unsere Ideologie ist auf... auf jeden Fall verbesserungswürdig. Das mit dem Insektenfleisch, egal. Wir haben die simplen Prothesen fertig, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir jetzt erstmal gucken, wie viel das alles kostet. Das interessiert mich mal. Weil wenn es genauso viel kostet wie für die anderen, dann ist das nicht so gut. Erstmal müssen wir das Ding bauen dafür. Das machen wir auch gleich mal. So, wer kann denn hier noch bauen? Ich glaube, unsere ganzen Bauer sind gerade katatonisch. Ja. Also Eresia kann bauen, aber zu niedrig. Das heißt, wir können jetzt nicht weitermachen, weil die alle katatonisch sind.
Na toll. Ach, übrigens, ich wollte am Ende der Folge, das fällt mir gerade noch ein, über so einen Zustand reden, den ich mit beim Zeichnen sehr, sehr oft habe. Und da wollte ich mal drüber sprechen, weil das geht auf viele Dinge. Also kann man auch viele Sachen übertragen. Vor allem bei der Arbeit habt ihr das sicherlich auch schon mal gehabt, aber egal. Am Ende reden wir drüber. Anatoli, ein 11-jähriges Kind schließt sich an, wenn wir einen Psychobrummer aktivieren. Also wir bekommen einen Psychobrummer und dafür kriegen wir Anatoli. Ist eigentlich ein guter Deal, denn ein Kind ist formbar und wir haben ein Kind verloren. Und er hat die Gene nicht. Das heißt, er kann Feuer wegmachen. Und er ist 11 Jahre alt, also dauert es gar nicht mehr so lange, bis der erwachsen ist. Ja. Außerdem müssen wir viel mit Kindern machen, damit wir beim nächsten Mal einfach wissen, okay, das sollten wir vielleicht tun, das sollten wir vielleicht nicht tun. Außerdem können wir den ja auch formen mit Genen. Das machen wir. So, da kommt Anatoli. Anatoli. Was ist das für ein Name? Wo kommt der Name her? Ich will jetzt wissen, wo der Name herkommt. Anatoli. Anatoli. Name, Herkunft. Dass das klingt, ich muss so an Ravioli denken. Anatoli ist ein aus dem Griechischen stammender Vorname. Wo kommen Ravioli her? Aus Italien. Okay. Wäre ein lustiger Zufall gewesen. Okay. Pflanzen, Nahkampf, Konstruktion, Medizin, Jogger. Okay, langsamer Lerner ist gar nicht geil. Also der ist so ein bisschen dumm. Aber das können wir ja ändern mit dem Implantat. Oder vielleicht können wir ein Gen reinmachen, was das wegmacht. Also er ist ein bisschen blöd. Das ist okay. Aber dafür ist er schnell. Ja, schnell und blöd. Okay. Wer von euch möchte denn schnell und blöd sein? Das werden wir jetzt rausfinden. In dem Namensrad. Ich will mal kurz gucken, ob ich noch irgendeinen vergessen habe einzutragen, weil ich gucke da eigentlich jeden Tag rein, weil ich muss natürlich auch mal die Kommentare freischalten. Dementsprechend. So, mal gucken. Da hat einer gerade gefragt, könnte. Ich weiß nicht, ob er die Folge hier guckt. Können die. Schlechter ging, aber Katatonie wird durch Laune aus. Ah, das beantworte ich gleich. Gut, auf jeden Fall gucke ich mal eben durch, ob hier noch irgendeiner benannt werden wollte. Ansonsten machen wir das kurz. Was ich euch gerne noch vorlesen wollte, das kam hier von einem Zuschauer. Und zwar freue ich mich schon auf die nächste Kolonie. Hast du schon eine Ahnung, was wir dann da machen wirst? Das beantworte ich gleich noch. Und wäre mal nice zu sehen, wie du in einem Spenden. Das mit dem Tier ist mir auch schon bei anderen YouTubern aufgefallen. Einige Tiere sind ziemlich schwach geworden, die vorher viel zu stark oder auch vollkommen normal stark waren. Da hat sich auf jeden Fall was verändert. Und da müssen wir sowieso mal rausfinden, ne? Also gerade Boomratten und so, ich hoffe, die sind schwächer geworden, weil die haben mich richtig abgefuckt mit ihrem Feuer. Aber wahrscheinlich sind die genauso kacke wie vorher auch. So, aber Anatoli kann schon ein bisschen was lernen. Er kann zum Beispiel verarzten, das heißt, wir können den an allen möglichen Sachen üben lassen. Ja, also wenn Leute behandelt werden müssen, das kann er machen. Das ist sehr gut. Er kann Kinderpflege machen. Das ist ebenfalls sehr gut. Soziale Fähigkeit. Wärter könnte er theoretisch auch machen. Das ist auch nicht verkehrt. Feldarbeit und Waldarbeit erstmal nicht. Auch wenn er das theoretisch könnte. Aber ich finde, wir sollten ihn erstmal. Ne, er ist halt ein Arzt. Das ist gut. Bauen könnte er auch. Das finde ich auch sehr gut. Das könnte er lernen. Da könnten wir ihn gleich mal so ein bisschen ausbilden, aber der ist ein langsamer Lerner, ne? Ah. Aber ist ja nicht schlimm. Braucht er halt ein bisschen länger, ne? Ist halt ein bisschen dumm. Was heißt dumm? Etwas langsam zu lernen heißt ja nicht gleich, dass man komplett blöd ist.
Aber gut, hier wird das so dargestellt. Weil manche Leute zum Beispiel können super schnell lernen, wie sie irgendwas am Instrument können. Dafür lernen sie aber jetzt zum Beispiel beim Programmieren nicht so schnell oder sie lernen nicht so schnell zu zeichnen. Zum Beispiel ich. Ich bin am Klavier, was Lerngeschwindigkeit angeht, deutlich schlechter als zum Beispiel beim Zeichnen. Beim Zeichnen, da wollte ich am Ende noch drüber reden, da komme ich viel schneller in so einen Status, wo ich halt super, super gut arbeiten kann. Beim Klavier nicht. Da kriege ich so einen Status nicht so gut hin. Und das ist halt bei Leuten auch unterschiedlich. Leute lernen unterschiedlich schnell verschiedenste Dinge. Das heißt, nur weil die einen, ne, irgendwas nicht so schnell lernen, das hasse ich an unserem Schulsystem. Ohne Scheiß, ich hasse unser Schulsystem. Unser Schulsystem ist so drauf, dass wir für Fehler bestraft werden. Und deswegen kommen auch viele Leute bei manchen Sachen nicht voran. Weil sie halt immer noch so indoktriniert haben, von wegen, ja, Fehler, ganz schrecklich. Ne, also Fehler, das können wir nicht machen. Ganz, ganz übel. Und wo ist jetzt dieser Brummer mit den Yorkshire Terriern? Und wir müssen Anatoli gleich noch benennen. Da, Lager erschienen, der Psycho-Brummer. So, da schicken wir nicht mal eben die Leute hin, während ich euch ein bisschen beschnacke. Und zwar hasse ich das Schulsystem deswegen, weil man halt erzogen wird dazu, von wegen, dass Fehler schlecht sind. Dabei sind Fehler eigentlich was Gutes. Wir lernen ja durch Fehler. Das ist ja das Hirnrissige daran. Wir lernen durch Fehler. Und trotzdem wird uns irgendwo anerzogen, dass Fehler ganz, ganz schrecklich sind. Und wir ja unbedingt die Fehler vermeiden sollten. Und bla. Shivonji, ja, nehmen wir allerdings trotzdem mit. Müssen wir dann gleich mal. Und den Kammkrieger können wir auch mal eben mitnehmen. Dann rostfrei kann doch die nehmen, oder? Nee, okay, doch nicht. Gut, dann nehmen wir nur welche zum Reiten mit hier. Und das, mich persönlich nervt sowas. Also, das werfen wir gleich auf dem Weg weg. Weil ich sehe so viele Leute, die immer Angst davor haben, Fehler zu machen. Dabei sind Fehler das Beste, was einem passieren kann. Auch wenn die sich erstmal scheiße anfühlen. So. Aber das ist das Beste, was man tun kann. Tagesration, okay. Ach, die brauchen Fleisch, ne? Oh, der Esel. Hä? Warum verrottet das? Ach, wieder das Trumbofleisch hier, ne? Genau, deswegen. Ich bin momentan ein bisschen durcheinander. Egal, das reicht so, ne? Kräutermedizin. Ich dachte nämlich bei Kräuter, aber das war es natürlich nicht. Hab mich da verklickt. So. 5, 6, das reicht vollkommen. Wir könnten eigentlich sogar weniger mitnehmen. So. Und gehen los. Wir haben jetzt wie viele Leute da? 3. Das reicht auf jeden Fall. Ja, wir könnten vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen. Rostfrei hat einen Rauchblattexzess. Okay, das ist unpassend. Ja, wir brauchen aber auch rostfrei. Oder ein Nahkämpfer ist, eine gute Nahkampfwaffe hat. Wir könnten auch Anatoli mitnehmen. Theoretisch. Nee, 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 nee. Warum legst du das nicht gleich rein? Was ist los mit dir? So, jetzt machen die das erstmal und dann können wir gleich den Brummer wegmachen. Aber Anatoli ist ein wunderbarer Ersatz auf jeden Fall. Natürlich müssen wir das auch wieder zerstören. Nee, auf jeden Fall werde ich kurz einen Cut machen. Und während wir darauf warten, dass es bei RimWorld weitergeht, können wir schon mal den Namen für Anatoli hier
auswählen. Mal sehen, wer heute reinkommt. Und Geronimo mal wieder. Der war jetzt, glaube ich, schon... Ich weiß gar nicht, wie oft der mittlerweile schon drin war. Ich glaube, 3 oder 4 Mal schon. Was ist mit ihm los? Die sind ja immer noch katatonisch. Zum Kotzen. So, Karawane wurde erstellt. Und Anatoli, ich glaube, dem ist zu kalt, oder? Ja, leichte Hypothermie. Er hat ein Cochlea-Implantat. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Und er hat einen Helm. Das ist auch schon mal gut, dass er einen Helm hat. Das ist nicht schlecht. Ist aber sein eigener, oder? Ja, ist sein eigener. Nee, ist verschmutzt. Wie? Du solltest ja keine verschmutzten Helme anziehen. Bestimmt nicht mit dir. Also wirklich. Da müssen wir einen neuen machen. Also das machen wir jetzt noch. So, währenddessen kann ich nämlich so ein bisschen über das Schulsystem meckern. So. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das so hirnrissig einfach. Ist ja okay, dass man von denen erwartet, dass sie fehlerfrei arbeiten. Das ist ja kein Problem, dass sie irgendwas fehlerfrei lernen, aber dass man da so abgestraft wird. Dass die ganze Zukunft im Grunde davon abhängt, was nun mal eine Tatsache ist, dass man fehlerfrei arbeitet. Ich meine, klar, man sollte auch im Job dann fehlerfrei arbeiten oder so gut es geht fehlerfrei. Aber trotzdem lernt man natürlich erstmal etwas nur durch Fehler. Immer das Gefühl, dass das immer viel zu... dass nicht so wirklich vermittelt wird. So. Wo ist der Psychobrummer? Da oben, okay. Da müssen wir eben rein. Da müssen wir auch mal eben schauen. In 9 Stunden. Und wir haben einen guten Typen dabei. Also alles gut. Das war ein guter Deal. Ne, wir haben einen Kolonisten bekommen. Aber gut, da möchte ehrlich gesagt RimWorld uns einfach so ein bisschen unter die Arme greifen, weil sie gemeint haben, oh, da hat er was verloren. Da müssen wir was tun. Und warum steht hier nicht bei, welcher verrottet ist und welcher nicht? Okay, da liegt ein Hirte rum. Bitch, what? Also wir haben hier 2 Yorkshire-Terrier, die wir mitnehmen können und die anderen beiden nicht. Also müssen wir nachgucken, welche verrottet sind und welche nicht. Und wir haben hier irgendwo einen Hirten. Wo haben wir hier... Ich kann einen toten Hirten mitnehmen. Da. Okay. Also die geben sich mittlerweile mehr Mühe mit den Umgebungen. Und hier haben wir zum Beispiel auch so eine schöne Höhle. Allgemein würde ich mich eigentlich freuen, wenn wir in der Lage wären, so welche Höhlensysteme zu generieren. Das fände ich wirklich schön. Das würde mir sehr viel Spaß machen, solche Höhlen zu erforschen, wo man dann vielleicht gegen Dings antreten muss, gegen... Ich weiß jetzt nicht, wo das steht, ob die hier verrotten sind oder nicht. Seht ihr das? Ich kann es nicht erkennen. Die einen sind schwerer als die anderen. Ich denke mal, dass die schwereren dann... Ah, hier, warte, da. Ah, genau. Sind auch nicht da. Da sieht man das. An der Zahl. Gut.
Wir haben alles dabei und können loslegen. So. Ich hoffe, LP wird dann auch gleich behandelt, weil der macht nicht mehr lange. Ja, 6 Stunden, das geht. Dann wird es hier alles behandelt. Da LP wurde schon behandelt, die anderen beiden werden jetzt auch behandelt. Alles Tutikowski. Und Shivonji und Silas sind wieder auf dem Damm. Das ist schön. Die haben jetzt auch, glaube ich, Katharsis, ne? Ja. Ja, sehr gut. Die haben Katharsis, da ist alles im grünen Bereich dann erstmal. Und Froschkönig ist ja auch wieder schwanger mit einem Kind, welches leider auch Pyromanie hat. Also Pyrophobie. Nicht so toll, aber naja, wir machen sowieso unseren nächsten Xenotype. Der wird deutlich besser sein. Und wir können jetzt endlich das Ding hier fertig machen. Da werde ich mal eben kurz Shivonji für ranpacken, damit wir uns das heute auch noch angucken können, weil da habe ich echt Bock drauf. Und in der nächsten Folge werden wir dann... Oh, Geronimo ist hier im Freien. Oh, das tut mir leid. Aber egal. Shivonji ist wieder da. Die Welt geht... Die Welt dreht sich jetzt weiter. Und wir haben... Ist das auch ein Nahkämpfer? Das ist auch ein Nahkämpfer. Ja, lecco mio, wie viele Nahkämpfer wir hier einfach haben, ne? Guckt euch das an. Wir haben fast nur Nahkämpfer. Wir brauchen dringend Schilder. Dringend. Wir kommen da gar nicht drum herum. Wir müssen sofort Schilder eigentlich machen. Wo sind Schilder überhaupt? Automatiktür, Rucksäcke, Mörser. Schilde. Ja, sind noch ein bisschen entfernt, müssen wir aber dringend machen. Also wird das nächste Ziel sein, weil es geht nicht anders. Das geht nicht anders. So, den Verschmutzten hier, den müssen wir auch noch loswerden. Ansonsten geht es denen soweit gut. Oh, Messer aus Plastahl. Ui. Uiuiui. Müssen wir eben rübertragen. Und da haben wir auch das Prothesending und das sieht ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Das Blaue da hätte nicht sein müssen. Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke. Das hätte nicht sein müssen. Ich weiß nicht, sieht komisch aus. Ist auch egal. Wir haben eine einfache Tierbeinprothese und die werden auch relativ... Handwerk 5, okay. Ist okay. Wir wollen jetzt mal gucken. 20 Stahl und 2 Bauteile, okay. Also die sind nicht ganz günstig. Tierohr, Tierarm, Tierbein. Ja gut, aber Tierwirbelsäule, wir können die auch retten. Das ist sehr gut. Wir können die jetzt schon mal retten. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber Melanie ist schon richtig kaputt hier. Den müssen wir den Kiefer, ja. Arbeiten 0%. Beeinflusst durch Kiefer. Also da müssen wir den Kiefer auf jeden Fall machen. Da müssen wir auf jeden Fall eine Tierkieferprothese machen. Und wir brauchen... Wo ist denn der Bär? Da ist der Bär. Der Kammkrieger. Der Kammkrieger... was braucht der? Der braucht gar nichts. Der ist... Hier, ne? Das... Guck in seine Augen. Der ist... Sowieso tot. Innerlich tot. Gut. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und jetzt nochmal kurz ein ganz kleiner, kurzer Private Talk hier über den Flow State. Deswegen, wer das nicht hören will, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und alle anderen könnt gern dranbleiben. Auf jeden Fall. Zeichne ich ja immer noch. Also es macht mir immer noch sehr viel Freude. Ich denke, da werde ich auch dranbleiben.
Wobei ich jetzt heute so ein bisschen weniger Lust auf Vögel eigentlich habe. Deswegen bin ich so ein bisschen Richtung Füchse mal rüber. Sind allerdings auch relativ schwierig. Und eigentlich will ich ja die Vögel erstmal auf einem gewissen Niveau haben. Ehrlich gesagt sehen die auch schon gar nicht mehr so schlecht aus. Also ich habe heute noch einen gemacht, den habe ich nur aus Formen kreiert. Also ich habe den so zusammengesteckt, weil im Endeffekt funktioniert so halt... Ja, man kann das einerseits mit einer Referenz so abzeichnen, also man kann die Linien einfach so nachgehen. Man guckt, wie gehen die Linien so ungefähr, man kriegt das so ein bisschen in die Hand und arbeitet dann damit. Das geht auch, allerdings wäre es natürlich besser, wenn man einfach so Form macht, zum Beispiel einen Kreis und ein Oval, eine ovale Form, das wäre dann zum Beispiel ein Kopf und der Oberkörper. Also man kann eigentlich alles in diese Form herunterbrechen. Das versuche ich halt. Übrigens habe ich mich gestern hier geschnitten bei Pflanzenkunde. Also ich habe hier unten den Gummibaum habe ich. Gummibaum? Oder heißt der Geld? Geldbaum. Den Geldbaum habe ich gestutzt. Das kann man das ganze Jahr über wunderbar tun. Und der andere ist schon richtig schön geworden. Man muss da wirklich sehr, sehr penetrant sein. Also wirklich sehr viel abschneiden und so, dass man die schöne Form hinbekommt. Der eine sieht wunderbar aus, den hätte ich eigentlich wegschmeißen müssen, aber habe ich nicht gemacht. Also wenn ihr mal einen Geldbaum habt, könnt ihr den ganz einfach, ne, schön trimmen, richtig stark trimmen, schön trimmen, dass er schön nach oben wächst und das wirklich, der wird sehr hübsch. Dauert ein bisschen, aber ja. Back to topic. Auf jeden Fall merke ich momentan, dass wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe und dann einfach anfange, dass ich in so einen Flow-State, wird das genannt, komme. Das ist ein Zustand, wo die Zeit einfach so fliegt. Also wo man gar nicht merkt, dass man zum Beispiel schon 40 Minuten irgendwie gezeichnet hat. Oder 30 Minuten oder wie auch immer. Irgendwann meldet sich natürlich das Gehirn, weil es ist anstrengend fürs Gehirn, es ist gut für die Amygdala vor allem. Also wenn ihr zum Beispiel Angstzustände habt oder allgemein eine sehr ängstliche Person seid, dann wäre es vielleicht sogar gar nicht mal schlecht, sich das Zeichnen anzugucken, weil die Amygdala dadurch entlastet wird. Das heißt, man entspannt sich, man hat weniger Angst. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Zusatz auf jeden Fall zu einer Therapie, insofern man eine braucht. Auf jeden Fall, das kommt ja auch immer auf die Stärke an. Back to topic. Auf jeden Fall, dieser Flow State ist sehr interessant, weil man nicht nur gute Ergebnisse erzielt, sondern man einfach auch wirklich so in the zone ist. Also viele Künstler nennen das so, in the zone, Flow State, das hat viele Namen, aber eigentlich in the zone, Flow State ist so das Gängige. Und ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und das habe ich heute wieder gemerkt. Ich habe heute, ich weiß gar nicht, ich lasse mal den Timer nebenbei mitlaufen, weil ich das einfach wissen will und dann, damit ich euch auch sagen kann, wie viele Stunden ich so ungefähr investiert habe. Heute habe ich schon eine Stunde gezeichnet und da kommen einfach die Sachen zusammen, wenn auf der Arbeit gerade nichts los ist, einfach mal anmachen und ich habe jetzt eine Stunde, obwohl es noch gar nicht Abend ist. Das heißt, ich kriege heute auf jeden Fall so ungefähr 3 Stunden hin oder 2 Stunden. Ich habe mir gesagt, ich möchte am Tag so 2 Stunden machen, aber ich möchte das Klavier auch nicht zu vernachlässigen. Und diese Stunde, die ist einfach so geflogen. Obwohl ich am Anfang nicht so wirklich Lust hatte, weil ich habe dann meine Übungen gemacht. Also ich mache immer so kleine Übungen. Ich kann euch die vielleicht mal eben zeigen. Hier, seht ihr das? Da oben diese Kreise mit den Strichen durch. Das sind einfach nur Kritzelkrakel hier. Aber ich mache einen Kreis zum Beispiel und fülle die dann einfach so aus. Also man macht halt einen Kreis und dann füllt man die so mit Strichen aus und macht da so ein Feld draus. Ja, und das macht man immer kleiner und einmal mit dem Arm, einmal mit der Hand, also einmal mit dem hier Wrist im Englischen, mit dem Handgelenk und dann einmal aus dem Arm, dass man einfach verschiedene Striche, sage ich mal, übt. Ja, da macht man mal so ein bisschen geschwungene, macht man mal gerade, nach unten, nach links und so weiter, nach rechts und so weiter und so fort. Und da kann man sich auch ganz gut mit beschäftigen und vor allem werden die Linien einfach dann so ein bisschen feiner dadurch, ein bisschen gerader. Man entwickelt halt ein gutes, besseres Gefühl dafür, finde ich zumindest. Also es wird auch überall empfohlen, dass man sowas macht. Und ich mache das einfach so am Anfang so aus Spaß dann, wenn ich nicht so viel Lust habe, vielleicht gerade eigentlich Vögel zu machen, aber ich ja eigentlich trotzdem Vögel machen will, weil ich will ja besser machen, bevor ich dann weitergehe zum nächsten Tier, will ich das so ein bisschen besser haben. Und ich merke halt einfach, wenn ich anfange und dann so ein bisschen weitermache, dass dann automatisch so dieser Status kommt. Das ist wirklich irre, also
finde ich ganz, ganz wunderbar. Und ja, man fühlt sich danach auch immer so, ja, gut. Ne? Man fühlt sich einfach von wegen, man hat was geschafft. Das ist echt cool. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und glaubt mir, wenn man einfach... Ich glaube, das ist das größte Problem für viele, die in diesen Flow-State nicht reinkommen, dass sie eine Erwartungshaltung haben. Dass sie irgendwie etwas Bestimmtes wollen oder einen bestimmten Fortschritt wollen, aber diesen Fortschritt noch nicht haben und dann immer ihre Arbeit bewerten und nicht versuchen, einfach weiterzukommen oder irgendwas, ne, so nach ihren Fähigkeiten zu schaffen. Ja, dass da immer dieser Anspruch irgendwo ist. Und das habe ich beim Klavier zum Beispiel, dass ich... ja, wahrscheinlich da nicht in diesen Status reinkomme, weil ich immer so die Zeit im Hintergrund habe und ne, die Lieder wiederholen sich ja natürlich auch und ja, dann machst du das 2-3 Mal und denkst, ach ja, jetzt kannst du eigentlich, ne, kannst du mal Pause machen, kannst mal aufhören, aber ja, das ist halt beim Zeichnen nicht so. Da machst du das einfach fertig und dann ist schon eine halbe Stunde wieder weg und ja, es ist ein schöner Status auf jeden Fall. Auch wenn es mental auf jeden Fall anstrengend ist. Gut, da wollt ihr mal drüber gesprochen haben, weil ich das super interessant finde und man das auch bei Musik hat. Man kann das auf der Arbeit haben. Man kann das in allen möglichen Sachen haben. Vielleicht habt ihr das auch mal bei zum Beispiel, wenn ihr euch nur um eine Pflanze kümmert, geht das auch. Wenn ihr gerade die trimmt und ihr konzentriert euch. Und das ist es halt, wenn man sich auf was konzentriert und man... vergisst du die Welt um sich herum, sage ich mal. Das ist dieser Flow-State. Und den habt ihr sicherlich auch schon mal gehabt. Und der kommt halt da bei mir ziemlich oft. Zumindest merke ich das momentan sehr oft. Wenn man dann danach ist und eigentlich so, ja. Egal. Das war's. Ich will euch jetzt hier kein Kotelett an die Backe labern, aber es ist wahrscheinlich wieder zu spät dafür. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und